Hallo? Noch jemand da auf dem Hallo. Kanal? Ich weiß, es kamen super lange keine Videos mehr. Also was heißt super lange? Zumindest nicht so viele, wie wir sie sonst eigentlich immer machen. Was? Lieb gesagt, nicht so viele. Aber deswegen jetzt das Video. Das hatte nämlich alles einen Grund. Falls du Instagram hast und uns da ein bisschen verfolgt hast, da sind wir eigentlich immer recht aktuell. Dann wirst du merken, dass wir auch da nicht so aktiv waren. Aber zwischendurch haben wir uns gemeldet, denn wir haben die letzten kompletten Monate des Jahres eigentlich an einem neuen Blog gesessen. Krass, oder? Anfang des Jahres haben wir das ganze Projekt sozusagen in Auftrag gegeben, weil wir arbeiten da nicht alleine dran an dem Relaunch von dem Blog, sondern wir hatten einen Programmierer mit dabei, wir hatten einen Designer mit dabei und jemanden für Suchmaschinenoptimierung. Und wir sitzen jetzt echt seit Januar sitzen wir da dran. Also für die, die uns nur hier bei YouTube verfolgen, wir haben auch einen Blog. Und auf diesem Blog sammeln wir Reisetipps, Reiseberichte, Planung der Welt, alles Mögliche sammeln wir da eigentlich schriftlich. Und diesen Blog, den haben wir jetzt seit 2015, wir haben den selber aufgesetzt. Höchst nicht professionell. Wir haben uns bemüht, es sieht eigentlich ganz okay aus, aber vieles funktioniert halt nicht mehr so ganz. Das ist so cool. Wir kriegen ja oft auch dann so Feedback von, vielleicht auch von dir oder von anderen Lesern vom Blog, die dann sagen, ja, es sieht ja echt ganz cool aus bei euch. Die Infos ist ja auch hier und da, es ist strukturiert und so. Und wir denken uns immer, Gott, das ist einfach nur eine Baustelle. Bis wir dann halt beschlossen haben, okay, wir machen den jetzt einmal komplett neu. Und daran haben wir jetzt halt gesessen, das ganze Jahr. Und es ist der Tag gekommen, an dem wir ihn tatsächlich jetzt endlich online gestellt haben. Jetzt machen wir das Video aber nicht nur, um zu sagen, hey, er ist online und jetzt klick. Also stopp, noch nicht klicken, denn wir möchten so ein bisschen erzählen, warum wir überhaupt das Ganze gemacht haben. Was uns am alten Blog gestört hat, was jetzt neu ist und warum, wieso, weshalb. Wir nehmen euch jetzt einfach mal so wortwörtlich mit hinter die Kulissen vom Blog. Ja, nicht ganz. Wir nehmen euch mit in den Blog. In den was Blog, neu ja. ist. Genau. Ja. Okay. Wir starten mal direkt mit einer Sache, die uns eigentlich stört, seitdem wir den ganzen Blog aufgesetzt haben. Und zwar ist, wenn du jetzt hier unter mir guckst, dann haben wir einmal hier so einen Button mit Reisetipps und dann haben wir hier einmal ein Schild mit Blog. Ja, wir kamen auf die glorreiche Idee, als wir den Blog gestartet haben, einfach mal zwei Websites aufzusetzen. Also wir haben wirklich zwei WordPress-Installationen. Die eine Seite, das ist hier die Reisetipps-Seite. Da dachten wir, okay, wir pflegen einfach da die ganzen Reisetipps von den Reisen und so rein. Und dann dachten wir, wir machen hier noch eine Seite, den Blog, wo dann wirklich nur die ganzen persönlichen Erfahrungen und sowas drauf sind. Ja, wir haben das ziemlich schnell bereut, weil es dann natürlich immer war, okay, wenn wir auf der einen Seite was ändern, wir wollen aber, dass es gleich aussieht, müssen wir auch auf der anderen Seite was ändern. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, okay, wir machen einfach beide Seiten so, dass sie aussehen wie eine Seite, dass das dem Nutzer nicht auffällt, aber trotzdem haben wir die ganze Zeit zwei Seiten gepflegt. Ja, das ist, die Logik ist uns auch nicht mehr so schlussreich gewesen, aber wir können das einmal zeigen. Wenn du hier oben einmal auf die Browserleiste guckst, dann siehst du, hier ist ja gmareisen.de/eine Unterseite. Und wenn wir jetzt einmal hier auf den Button klicken, auf den Blog, dann ist jetzt oben blog.gmareisen.de. Das ist die andere Seite. Aber eigentlich fällt das nicht auf, ne? Kommen wir direkt mal zu einer der Hauptsachen, die uns stört. Und zwar kennt man sie eigentlich von so ziemlich jeder Website da draußen, dass wenn man scrollt, das Hauptmenü stehen bleibt. Außer bei uns. Bei uns verschwindet es. So, jetzt sind wir hier auf einer Infoseite von dem Reiseziel Namibia und zwar auf der Seite über die Nationalparks. Das ist jetzt so der Bereich von der Website, wo wir eigentlich unsere ganzen Reisetipps nach einer Reise immer runterschreiben und eigentlich ist das am Ende immer fast wie so ein Mini-Travel-Guide eigentlich. Und deswegen wollen wir das immer mit so einem Untermenü so ein bisschen strukturieren, also dass du dich einfach zurechtfinden kannst. Jetzt ist nur das Ding, wenn wir runterscrollen, ja, dann ist das Menü einfach weg. Ja, wenn oben das Menü dann weg ist, dann ist auch irgendwie so die Navigation für dich verloren gegangen und ja. Auf jeder Oberseite eines Reiseziels haben wir auch so eine schöne Fotogalerie hinzugefügt, dass man so die ersten Eindrücke hat, was in einem Land einen so erwartet. Nur ist die Fotogalerie verpixelt gewesen. Ich weiß nicht, ob es jemandem von euch aufgefallen ist. Uns ist es aufgefallen, und zwar jedes Mal. Und wir haben es nicht besser hingekriegt. Also um das klarzustellen, das liegt nicht an unseren Fotokünsten. Es ist das Plugin, das wir halt haben, das die Bilder einfach verpixelt darstellt. Wirklich. So. Ich weiß nicht, ob du andere Blogs liest und ob du es dann gewohnt bist, dass vielleicht ja in einem Blogbeitrag so zwischendrin immer die Infos reingestreut werden, die passend zu dem Thema sind.
wir hatten da nicht so wirklich eine Möglichkeit für, das innerhalb des Blogs irgendwie darzustellen. Und deswegen dachten wir uns, hey, wir machen jetzt einen Abspann und wir packen einfach alle Infos, die wir dazu haben, unten drunter unter den Blogbeitrag. Und deswegen liest sich das eigentlich bei uns das Ende von einem Blogbeitrag ungefähr so. Ach guck mal, hier sind noch ein paar Reisetipps zu dem Land, hier sind noch ein paar Infos. Ach so, das sind alle Blogbeiträge, die wir zu dem Reiseland geschrieben haben. Guck mal, wir haben Reisekostenrechner. Ah hier, Newsletter haben wir auch noch. Und Videos, die haben wir auch noch gemacht. So sieht gerade unser Abspann von einem Blogbeitrag aus. Der Bereich hier war eigentlich eine ganz geile Idee, wie wir fanden, und zwar einen Reisekalender zu machen, wo wir pro Monat sagen, welches Reiseziel am besten zu bereisen ist, entweder weil dort gerade Hauptsaison ist oder vielleicht auch, weil dort gerade Nebensaison ist und es trotzdem gut bereisbar ist und günstig und so. Auf jeden Fall eine gute Idee. Also an sich sieht das ja hier gerade eigentlich ganz okay aus. Es war nur mega kompliziert, diese Tabellen zu machen. Im Hintergrund sah das nämlich so aus. Ich bin gerade einen Kommentar, wo ich hier drin stehe. Wenn du hier oben siehst, dann sind so Icons und die sind so ganz nah irgendwie an den Text dran gequetscht. Dann ist hier unten steht Blogautor in einem Grün. Also unser Grün ist das nicht, aber wir haben es irgendwie nicht besser eingestellt bekommen. Hier ist noch ein englischer Titel drin, obwohl der eigentlich der Rest der Seite alles in Deutsch ist. Also ja, da waren unsere Fähigkeiten irgendwann auch am Ende. Ja, es gab da noch viel, viel mehr Sachen, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind, wo wir gewisse Sachen überhaupt nicht mehr optisch so machen konnten, wie wir es wollten, weil es einfach so vorgegeben war. Generell haben wir euch jetzt nur gezeigt, was optisch an dem Blog jetzt gar nicht so stimmt. Also was hinter den Kulissen sich abspielt, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir haben fast so täglich irgendwelche Fehlermeldungen bekommen, wenn wir mal so einen Beitrag aktualisiert haben, weil der Blog einfach mal offline für 20 Minuten. Aber gut, wir haben den Blog seit 2015. Kann man jetzt auch mal sagen, da sind wir auch stolz drauf. Wir haben den 2015 halt komplett selber gemacht, haben uns da eingelesen, 1000 Tutorials hier bei YouTube geguckt. Das ist schon geil. Wir haben gestartet mit keine Ahnung von gar nichts, was das Ganze angeht und haben das Ding dann einfach so, also so Learning by Doing, haben wir das Ding einfach aufgezogen. Das war auch... Das war gut für den Anfang halt, ne? Nur jetzt über die ganzen Jahre hat sich halt dieser ganze Mist, sag ich mal, wie bei einer Wohnung, also ist doch bei jedem so, oder? Dass sich irgendwas dann halt mal ansammelt, was nicht hingehört und man räumt nicht auf. Und ungefähr so kann man sich das bei uns jetzt vorstellen, dass wir es mal aufräumen wollten, dass wir es schön, dass wir renovieren wollten. Ja, bei uns ist jetzt gerade eher so, wir ziehen aus der Wohnung aus und gehen in die schöne Wohnung rein. Okay. Es gab ein paar Sachen, die wollten wir halt alle in Kombination und nicht für alles mögliche ein einzelnes Plugin machen. Und deswegen haben wir dann beschlossen, als wir in Namibia waren, lass uns den Blog doch einmal komplett neu aufsetzen, richtig ein Team beauftragen, Designer, Programmierer, die das so machen, wie wir uns wohlfühlen, wie wir es cool finden und dass du dich einfach auch besser zurechtfindest damit. Ja, witzig. Und das haben wir gemacht. Die Anfrage haben wir irgendwo mitten auf der Straße losgeschickt, als wir irgendwo wieder Wi-Fi hatten. Ja, also haben wir es in Auftrag gegeben im Januar. Hat nur 10 Monate gedauert, das ganze Projekt. Das war eine Menge Holz, was wir da haben. Wir dachten, bis im Mai sind wir durch damit. Alles bis April sogar. Bis April, gar kein Problem. Und jetzt aber ist es endlich online und wir präsentieren euch stolz unseren neuen Blog. Fangen wir auf der neuen Website direkt an mit der unwichtigsten Änderung für dich, aber mit fast die wichtigste Änderung für uns. Wir haben nur noch eine WordPress-Installation. Eine Installation, ein Login und wir müssen alle Änderungen nur einmal machen. Heftig, oder? Sollen wir mal scrollen? Das Hauptmenü bleibt stehen. Und das Untermenü von den Ländern auch, also die grüne Leiste hier. Es steht immer noch. Immer noch. Steht immer noch. Endlich haben wir eine schöne Fotogalerie. Nicht verpixelt. Wir können Infos jetzt genau dahin packen, wo sie hingehören. Also Infos zwischen dem Blogbeitrag, wo ich eben gesagt habe, okay, wir haben alles in den Abspann gepackt. Und wir haben nicht nur die Möglichkeit, Sachen innerhalb des Textes zu platzieren, sondern auch am Ende alle wichtigen Infos, Links, Reiseberichte und zur Planung hier in einer Liste niederzuschreiben.
Und nach 4 Jahren haben wir es dann jetzt auch mal geschafft, die Reiseziele nach Monaten einheitlich darzustellen, übersichtlich und es ist kein Schmerz mehr, sie überhaupt zu erstellen. Also hier gibt es dann die Tabelle, welches Reiseziel, warum zu dieser Reisezeit gut ist, mit welchem Preisniveau, mit welchen Sehenswürdigkeiten, was man da überhaupt machen kann und den entsprechenden Links zu weiterführenden Infos. Und falls du schon immer mal einen Kommentar schreiben wolltest, es ist kein Problem, weil jetzt sieht es nämlich schön aus. Das ist jetzt keine technische neue Seite auf unserem Blog, sondern inhaltlich eine, die wir nochmal ein bisschen gepimpt haben. Und zwar kommen ja immer wieder mal neue Leute dazu, die unsere Videos schauen oder unsere Blogbeiträge lesen, uns auf Instagram finden. Und die kennen natürlich nicht unsere komplette Geschichte. So, klar hatten wir dafür jetzt die Über-uns-Seite, aber die war wirklich super abgespeckt. Aber irgendwie hat es so gefehlt, was haben wir vorher gemacht? Wer sind wir eigentlich? Wie kam es überhaupt zu der Weltreise, als wir zurückgekommen sind? Wie hat sich unser Leben dann gestaltet? Wie kam es dazu, dass wir YouTuber und Blogger wurden? Und was haben wir jetzt für Pläne? All das, dem haben wir jetzt einmal so einen Raum gegeben, wo alles zu dem Aktuellsten drinsteht und man auch erfahren kann, wie kam das alles eigentlich? Also, falls du neu dazugekommen bist, dich fragst, wie kam das alles eigentlich? Dann kannst du jetzt auf die Seite klicken bei Über uns. Einer unserer absoluten Lieblingsbereiche auf der neuen Webseite, was bei uns gerade los ist. Das hier unten ist ein Bereich, den gibt es auf jeder Seite von uns, auf jedem Blogbeitrag. Du findest ihn immer wieder als allerletzten Abspann von der Seite. Und dann ist hier einmal beschrieben, was ist der letzte Blogbeitrag, was ist der letzte Podcast. Und hier, wo ich gerade stehe, ist sonst immer das Bild von dem letzten Video, was wir auf YouTube veröffentlicht haben. Also ist eigentlich egal, wenn du auf die Webseite kommst, runterscrollst, dann siehst du immer, was gerade los ist. Noch eine Sache, über die wir uns mega freuen, das ist hier, gibt es jetzt ein Ankermenü bei uns auf der Webseite. Das heißt, das ist ein Menü, eigentlich wie ein Inhaltsverzeichnis und du kannst dich vor allen Dingen über so Seiten wie so Sehenswürdigkeiten, die ja manchmal irgendwie so 14 Unterpunkte haben, kannst du einfach auf einen Blick sehen, was da drin ist, draufklicken und du kommst direkt runter zur Sehenswürdigkeit. Das gab es auch schon vorher draußen im Internet, aber wir haben es jetzt auch. Und? Und? Wie aufgeräumt er aussieht. Wir sind mega, mega, ja, mega happy mit dem Ding. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr neue Sachen, die alle anders sind. Ein paar mehr Funktionen, ein paar mehr Inhalte. Ja, wir wollen ja noch nicht alles, alles verraten jetzt hier. Genau. Krieg dich mal selber durch. Aber nicht jetzt, wie gesagt, gleich. Also als wir das gemeinsam alles so durchgegangen sind, die Farben, dass es so hell ist und so viele lebendig, bunt, reisemäßig, oder? Ist doch cool, oder? Wir sind auf jeden Fall, wir sind mega, mega happy, wie das Ding gerade aussieht. Und es macht so Spaß, sich einfach nur einzuloggen jetzt, weil keine roten Blinker und keine Fehlermeldungen mehr kommen. 10 Monate hat das jetzt gedauert. Und der Blog ist schnell. Also das ist auch so ein Ding, das haben wir gar nicht jetzt eben gesagt, weil unser Blog war unglaublich langsam, den wir vorher hatten. Ach, mega. Ja, wir sind, also sonst wird das hier mega lang alles. Wir sind mega happy mit dem Blog. Wir hoffen, dir gefällt er auch. Also uns war eigentlich wichtig, dass er uns gefällt, damit es sich nach uns anfühlt. Aber wir hoffen, du hast Spaß daran, dich durchzuklicken. Findest die Infos jetzt schneller. Und für die, die überhaupt gar nicht wussten, dass wir einen Blog hatten, tada, wir haben einen Blog. In schön jetzt. Ja, das war unsere kleine digitale Roomtour für heute. Ihr dürft jetzt gleich klicken. Ihr kriegt jetzt gleich die Erlaubnis. Anja gibt dir das jetzt, Go. Jetzt dürft ihr. Und wir sehen uns dann auf dem Blog. Wir... Nee, das sagen wir nicht jetzt schon. Nein, das wäre zu viel für euch, wenn wir das jetzt auch noch sagen würden. Nee, aber die nächste Reise startet sehr. Ende des Monats. Okay, jetzt sagen wir gar nichts mehr. Wir machen jetzt Outro-Time. Mega happy, dass es alles online ist. 10 Monate herum. Jetzt dürft ihr klicken. Ja, hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Nein. Ach so, nein. Hier geht's zum Blog. Ja. Hä? Ach so. Was? Nicht das letzte Video? Hier geht's zum Blog. Gar keine Videos? Nein. Dann tschüss. Ciao.